Wird eine einfache Radarfalle auf Rügen die Nord Stream Sabotage aufdecken? Das könnte nun nämlich tatsächlich der Fall sein. Wir erinnern uns, 2022 wurden am Grund der Ostsee die zwei Nord Stream Pipelines gesprengt. Über Jahre hinweg wurde über Nord Stream 1 bereits ein Großteil des russischen Gases nach Deutschland geliefert. Energiekrise, horrende Gaspreise und diplomatische Eskalationen waren die Folge. Ein schwerer Akt der Sabotage gegen Deutschland, seine Bürger und damit auch gegen dich. Grund genug, den Sachverhalt umfassend aufzuklären. Oder nicht? Auch ich habe im Bundestag die Bundesregierung dazu immer wieder aufgefordert. Und die Antworten fielen regelmäßig recht mager aus. Wollte man die Sache vielleicht einfach nur aussitzen? Auch einen Untersuchungsausschuss, den gab es bisher nicht. Nun aber ist Schwung in die Sache gekommen. Ein Blitzer in MacPom soll einen Transporter aufgenommen haben, der ominöses Tauchmaterial an die Küste lieferte. Der Generalbundesanwalt, der ermittelt nun, erste Haftbefehle wurden ausgestellt. Im Mittelpunkt steht hier ein Ukrainer, Achtung, kein Scherz, mit dem Namen Volodymyr Z. Und laut Wall Street Journal soll sein präsidialer Fastnamensvetter ebenfalls von der Sache gewusst haben. Gemeint damit ist natürlich Volodymyr Zelensky. Das wäre dann Staatsterrorismus und da darf es auch keine Rolle spielen, wer jetzt das getan hat. Klar ist, je schwerer die Anschuldigungen, desto genauer muss alles geprüft werden. Aber unser Bundeskanzler übt sich mal wieder im Scholzen, also einfach schweigen und aussitzen. Von Führung und Interesse am Aufklären keine Spur. Und unsere Innenministerin von der SPD, Nancy Faeser, beschäftigt sich natürlich weiterhin mit Hate Speech und sonstigen Hobbys. Schaden vom deutschen Volk abwenden, das hieß es eigentlich im Amtseid dieser beiden Politiker. Einmal mehr hat man aber vielmehr den Eindruck, dass das Volk hier an der Nase herumgeführt werden soll. Ich fordere ganz klar, echte Aufklärung dieser Nord Stream Sabotage. Prioritäten setzen, statt das eigene Volk gängeln und zensieren. Mein Name ist Tobias Matthias Peterka. Drück doch auf Gefällt mir und abonniere diesen Kanal. Bald gibt es weitere Infos zu dem Thema.